Herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi, das bin ich. Wir werden heute über das Thema Funken sprechen. Ja, was gibt es für Besonderheiten beim Funken? Es gibt natürlich verschiedene Funkgeräte. Zum Beispiel hier haben wir ja, das kennt ihr bestimmt, analoges 2-Meter-Band-Funkgerät, analoge Technik noch. Das gibt es als 2-Meter-Band, das ist, nennt man auch Einsatzstellenfunk. Sozusagen 2-Meter-Band ist mal so weit, wie man gucken kann, kann man da funken. Und das gibt es noch als 4-Meter-Band-Variante, das ist dann das, was auf dem Auto meist verbaut ist, wo man mit der Leitstelle sprechen kann. Also weiter, als man gucken kann. Ne? Und dann gibt es halt Digitalfunk. Das haben wahrscheinlich schon viele von euch. Digitale Technik, ne? Eher wie beim Handy die Übertragung, nicht mehr diese Funkwellentechnik. Ich versuche euch meine Sichtweise mal näher zu bringen, wie man Fehler vermeiden kann und ein bisschen optimaler funken kann, ein bisschen kompakter. Und dazu müssen wir erstmal verstehen, was wir eigentlich machen, wenn wir uns normal unterhalten. Okay, steigen wir mal ein. Wenn wir uns normal unterhalten mit jemandem, ja, sagen wir mal du und ich jetzt, wir können uns quasi fast sehen. Zwar durch die Kamera, aber wir stellen uns mal vor, du bist mir gegenüber. Ich könnte mit dir sogar sprechen, Auge in Auge, ohne was zu sagen. Ne? 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 Also, ihr versteht, was ich meine. Wenn man sich sieht, wenn man nebeneinander steht, ist es natürlich einfach zu kommunizieren. Da sieht man auch Reaktionen. Habe ich es nicht verstanden. Ne? So, das haben wir im Funk nicht. Deshalb müssen wir uns beim Funk vorstellen, wir machen ja alles dunkel. Jetzt weißt du nicht, was ich denke. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Das heißt, wenn wir über Funk mit jemandem reden, sehen wir den anderen nicht. Und wir müssen ganz klar mit denen reden. Wichtig dabei ist auch noch, stellt euch vor, ihr seid auf einer großen Feier. Oder alle stehen um einen herum, dicht. Und alle brabbeln irgendwie in eine Richtung. Es ist schön, oder andersrum, es wäre schlecht, wenn ich jetzt sagen würde in der Runde, kannst du mir mal sagen, wie spät es ist? Wer wird reagieren von den Ganzen? Erstmal keiner. Wenn ich sage, kannst du mal sagen, wie spät es ist? Toni. Sagt Toni, war mal, was wolltest du? Dann kannst du es wiederholen. Toni, ich wollte wissen, wie spät es ist. Ne? Ah ja. Ist nicht so optimal, ne? Kannst du mir mal bitte sagen, wie spät es ist? Jo. Naja, ich sag's dir. Yeah. Hallo. Kannst du mir mal sagen, wie spät es ist? Ja. Ja. Sorry. Nichts gehört. Ich war gerade am, ne? Reden. Toni. Ja, Toni hier. Toni. Ja. Was? Ah, geil. Nochmal, ich habe schon 10-mal gefragt. Ja, Toni, wie steuert mich, was ist los? Ja, 13:12. Aha, womit läuft? Ja, ja. Oh. Ey, das schwingt mir so. Ja. Erstmal ansprechen, Reaktion abwarten, textlos werden. So, und wenn man textlos wird, gibt es noch was. Also, und wir schließen erstmal so weit ab. Das heißt, wir haben mit Toni so gesprochen. Das heißt, im Funk ist es genauso. Und das ist auch wichtig, dass ihr das so macht. Weil das optimal ist. Ihr ruft. Nimm mal ein dunkles Stück, damit ihr das besser sehen könnt. Wenn ich mit der Leitstelle sprechen will, dann rufe ich, ich bin jetzt schwarz, Leitstelle X. So, Leitstelle X. Wir stellen uns vor, wir können uns ja nicht sehen im dunklen Raum. Leitstelle sagt, will jetzt bestimmt wissen, wer ruft mich denn hier? Ne? Also sage ich gleich, Leitstelle X von Feuerwehr Willi. So, ich rufe die Leitstelle X von Feuerwehr Willi. Das sieht natürlich richtig Funken an, das wisst ihr natürlich. Das lasse ich erstmal verarbeiten. Dann hat Leitstelle gehört, Leitstelle X, ich bin gerufen und es geht weiter von Feuerwehr Willi. Ah! Dann sagen Sie, jo, hier Leitstelle. Das wäre dann die Antwort.
Andere Farbe. Hier Leitstelle. X. Nicht Y, sondern X. Und dann sagt er, nun wird mal was los. Ne? Ich höre dir zu. Versteht ihr? Also wenn man, beobachtet euch mal, oder von nächsten Feierabend beobachtet mal die anderen Leute. Klar, wenn wir nicht rufen, Toni von Feuerwehr Willi, ja hier Toni, ich will wissen, Uhrzeit, es ist, ne, wir reden nicht wie Roboter, sondern man macht, man nutzt natürlich dadurch, wenn man in der Nähe ist, ey, Toni, kannst du mal sagen hier, und er sagt, jo, ne, so. Also, aber über Funk haben wir die Möglichkeit nicht, wir können nicht blinzeln, wir können nicht und sowas machen, wir müssen uns da rein, mit einer gewissen Struktur unterhalten. Und wenn man sich klar ist, was man eigentlich im Alltag macht, klappt das auch. So, und jetzt kommen wir zum nächsten wichtigen. Hey, Leitstelle X von Feuerwehr Willi, kommen. Dann antworte ja hier die Leitstelle X, kommen. Dann werde ich meinen Text los. Hallo, natürlich kurz und knapp, brauchen hier Getränke? Kommen. Dieses Kommen wird immer wieder weggelassen. Wenn ich einen Befehl mache, bla bla bla, Komma, kommen. Ich weiß nicht, ob viele das uncool finden, das zu sagen oder so, weil man sagt, komm, aber das ist der beste Weg, ein Gespräch optimal zu führen. Wie das polemisieren uns nicht. Ne? Und manche denken, ja nun, ich habe ja so eine perfekte Schwingung meiner Stimme, wenn meine Stimme runtergeht, weiß die Leitstelle schon, dass ich fertig bin. Problem ist, das passiert auch manchmal. Ne? Wir erziehen natürlich auch die Leitstelle so, dass sie manchmal beim Stimme runtersenken, denken, es ist vorbei. Aber dann fange ich ja nochmal an zu erzählen. Also Beispiel, die Leitstelle fragt, wie viele Einsatzkräfte sind vor Ort? Ne? Und er sagt, Feuerwilli hat hier 5 Männer vor Ort. Und 4 Frauen und Polizei ist auch noch, versteht er, nach dem ersten, hier sind 5 Männer da. Pause. Kann es sein, dass Fleischer schon denkt, ach, der sagt kein Komm, der ist so doof. Okay, sind denn, dann kommt die nächste Frage. Und dann reden wir gleichzeitig und ihr wisst, beim Funkgerät kann immer nur einer sprechen. Wenn ich drücke, kann einer nicht mehr reden. Wir hören das nicht, wie beim Handy, dass man gleichzeitig sprechen kann. Ich sammle und ich höre im Ohr, der will doch was? Ah ja, das geht ja nicht. Wenn ich drücke, kann kein Mensch mehr sprechen auf dem Kanal. Das ist ein Problem. Also bitte gewöhnt euch an. Wir sind hier. 5 Männer, Moment. 4 Frauen. 3 Polizisten. Du bist auch Männer und Frauen. Ihr versteht, was ich meine. Und dann bla bla bla. Kommen. Ne? Oder wir sind hier 5 Männer. 4 Frauen. Pol- und Rettungsdienst vor Ort. Benötigen noch Getränke. Kommen. Diese kommen wir sofort so. Geht's weiter, dann antworte ich Leitstelle. Bla 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 bla, kommen. Bla 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 bla, kommen. Bla 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 bla, kommen. Weil das ist ganz wichtig. Dieses Kommen ist, nutzt es bitte. Und ihr könnt dann auch, ihr müsst dann auch nicht die Stimme senken, um Kommen zu sagen, sondern ihr macht einfach zack, 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 kommen. Zack, 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 kommen. Antwort bla 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 bla, kommen. Bla 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 bla, kommen. Verstanden, Ende, auch wichtig, ne? Okay. Und ihr müsst auch daran denken, wenn ihr in der Leitstelle sprecht und ihr habt zum Beispiel eine Durchsage oder irgendwas, was länger dauert, müsst ihr euch auch darauf vorbereiten können. Ne, das wäre genauso, wenn man, wenn man zum Lebenspartner geht und sagt, ach, du gehst zum Einkaufen, bringst du mir Zahnpasta mit? Sagt der Partner, jo, oder die Partnerin, ja, alles klar, ja und dann noch. 3 Pakete Taschentücher, vergiss nicht Mandarinen noch einen kleinen Beutel. Und natürlich noch eine Ananas und Butter haben wir nicht mehr im Kühlschrank und die Milch nicht vergessen. Achso, und außerdem brauchen wir noch ein bisschen, was ich will jetzt auch keine Werbung machen oder was, aber versteht ihr was? Da müsst ihr noch vorbereiten, nimm dir mal einen Zettel, jetzt hust ich dir gleich ein paar Sachen raus, die du noch mitbringen kannst zum Einkaufen. Versteht ihr das? Ihr müsst ihr auch darauf vorbereiten. Sonst sagt ihr, ey, halt. Was will denn das jetzt hier? Soll ich das mitschreiben oder was? Ne? Also, denkt daran, ihr seid in einem dunklen Raum. Klappt leider nicht so ganz. Ihr seid in einem dunklen Raum, ihr sprecht die Leute an. Leitstelle X von Feuerwehr Willi, kommen. Hier Leitstelle X, wer ruft? Kommen. Hier ist Feuerwehr Willi,
Wir benötigen noch was zu trinken heute. Kommen. Ja, verstanden, Ende. Versteht ihr den Ablauf? Sprecht die Person an. Und eigentlich ist das Funken, ob ihr nun so einen Einsatzstellenfunken habt, immer gleich, gleich aufgebaut. Es gibt natürlich auch ganz strenge Funkregeln, welchen Kanal und so weiter. Das müsst ihr natürlich auf dem Funkerlehrgang, hat hoffentlich jeder von euch. Für die Nicht-Funker ist es vielleicht mal ganz interessant zu wissen, dass es da so geht und dass es halt wichtig ist, diese Sachen, die man gelernt hat, einzuhalten. Ne? Das ist der optimale Anlauf. Und gerade im Einsatz, weil wenn Großschadenslage ist, sagen wir mal Sturmschaden jetzt letzter Zeit, und da liegen irgendwie in 10 benachbarten Feuerwehrorten, feuerwehrbesetzten Orten, sind irgendwie jeweils 10 Bäume umgekippt. Was glaubt ihr, was dann los ist auf dem Funkkanal auf 4 Meter Band? Da kommt ihr gar nicht zwischen. Und wenn dann ein äußerst guter Funker dann auch noch die Regeln nicht beherrscht, ist halt das Chaos schon vorbereitet. So Kleinigkeiten summieren sich auf und die warten, weil wirklich dringend Rettungswagen brauchen, kommen nicht durch, weil einer sammelt und nicht vergisst, kommen zu sagen und so weiter. Ne? So, das Video ist entstanden auf eine Frage, ob ich eine Funkausbildung machen könnte. Das ist meine Antwort zur kurzen Funkausbildung. Ich hoffe, ihr habt das verstanden. Es soll auch nicht zu kompliziert werden. Achtet darauf beim nächsten Dialog mit anderen Leuten, was ihr ganz selbstverständlich macht und gar nicht mehr merkt. Ihr sprecht die Leute an und das hat ja einen Funk in einem dunklen Raum nicht zur Verfügung, okay? Wenn euch das zum Thema Funken gefallen hat, würde mich freuen, wenn ihr auf meiner Seite mal ein Abo dalasst, ein Gefällt mir Daumen, empfehlt den Feuerwehrbediener weiter. Ich freue mich über unsere Gemeinschaft hier auf meinem YouTube-Channel, die Fragen, die auch kommen und die positiven Feedbacks, freue ich mich. Sie sind und hier abonnieren, freue ich mich, ne? Schönen Dank, euer Feuerwehrbediener, bis dann.